Selbst im Jahr 2019 ist die Gleichberechtigung in der bayerischen Kommunalpolitik immer noch nicht angekommen. In diesen politischen Gremien sind wir Frauen deutlich unterrepräsentiert. Zum Beispiel im Landkreis Traunstein, da hat der Kreistag nur einen Frauenanteil von 13%. In den Gemeinderäten und Stadträten schaut es nicht recht viel anders aus. Von politischen Spitzenämtern ganz zu schweigen. Aber ich finde, in einer Demokratie sollte die ganze Gesellschaft in den politischen Gremien abgebildet sein. Und die Hälfte der Gesellschaft sind nun mal wir Frauen. Wir mit unseren ganz eigenen Erfahrungen und Lebensumständen. Und diesem Erfahrungsschatz wird bis jetzt viel zu wenig Beachtung geschenkt. Da muss sich einfach was ändern. Deshalb mehr Frauen in die Kommunalpolitik.